Blitzer. Dennoch mietete der Kreistag gestern diese Wohnungen für 40 Asylbewerber an. Wenn sie kommen, haben auch sie Anspruch auf Sicherheit in Tröglitz. Es sollten Dreharbeiten werden für eine spannende Abenteuershow im französischen Fernsehen. Es wurde zur Tragödie. In der Wildnis von Nordargentinien sind 10 Menschen ums Leben gekommen, als ihre Hubschrauber zusammenstießen. Unter den Toten auch mehrere prominente französische Spitzensportler. Zu Hause Bestürzung. Nathalie Steger hat die Einzelheiten. Eine argentinische Online-Zeitung hat den fatalen Moment veröffentlicht. Die 2 Hubschrauber kollidieren in der Luft und stürzen ab. Unter den Toten 3 französische Spitzensportler. Die Seglerin Florence Artaud hat viele große Regatten gewonnen. Sie war eine wahre Segellegende in Frankreich. Alexis Vastine, Olympiadritter im Boxen 2008 in Peking. Schwimmerin Camille Muffat, Olympiasiegerin 2012 über 400 Meter Freistil, erst 25 Jahre alt. Der Tod von Camille berührt mich sehr. Ich bin selbst 14 Jahre lang geschwommen und habe sie einmal getroffen. Ich glaube nicht, dass der Ansatz der Show zu gefährlich war. Es gibt eben kein Nullrisiko. Der Trailer der Sendung, die im Sommer erstmals laufen sollte, er stellt die Idee vor. Ein Überlebenstraining von Top-Sportlern vor laufenden Kameras. Sie sollten in der argentinischen Wildnis ausgesetzt werden, sich dann tagelang durchschlagen, nur mit Wasser und einem GPS ausgerüstet und dabei gefilmt werden. Dazu kommt es nicht mehr. Ein Land trauert um seine Stars. Ich bin natürlich in Gedanken bei den 3 Athleten, die mit ihren sportlichen Leistungen für Frankreich für glanzvolle Momente gesorgt haben und jetzt tot sind. Sie sind tot, weil sie wieder einmal an ihre Grenzen gehen wollten. Mit verbundenen Augen sollten die Profisportler per Hubschrauber in ein abgelegenes Gebiet gebracht werden und dann ihr Abenteuer erleben. Es endete in einer Katastrophe. Ein Ereignis, das niemand mehr vergessen kann. 4 Jahre sind vergangen seit der Erdbeben- und Tsunami-Katastrophe in Japan mit 19.000 Toten. Besonders dramatisch die Situation im Atomkraftwerk Fukushima. Das wurde vom Tsunami mit voller Wucht getroffen. 3 seiner Reaktorgebäude explodierten. Sogar die Reaktorkerne sind teilweise geschmolzen. Überall trat Radioaktivität aus. Auch 4 Jahre danach die Frage, was tun? In den nächsten Wochen sollen gekühlte Metallstäbe hier 30 Meter tief in den Boden getrieben werden. Ein eiskalter Schutzwall rund ums AKW, damit kein Grundwasser mehr in die verseuchten Ruinen dringt. Für die evakuierten Bewohner ist an ein neues Leben in der Region nicht zu denken. Auch für sie bleiben, wie Katja Eichhorn zeigt, viele Fragen offen. Akemi Shiga hat überlebt und doch findet sie nicht zurück in ihr Leben. Zu viel hat sie verloren an jenem 11. März 2011. Verwandte, Freunde, die Heimat. Vor allem das Gefühl von Sicherheit und den Glauben an eine unbeschwerte Zukunft. Ich wollte mein ganzes Leben dort verbringen, aber daran möchte ich mich jetzt nicht mehr erinnern. Wissen Sie, ich hatte mir nicht vorstellen können, dass so etwas passieren könnte. Niemals. Einen neuen Job konnte sie bislang nicht annehmen. Psychologische Betreuung gibt es nicht. Mit ihrem Sohn teilt sie sich 18 Quadratmeter in einem Flüchtlingslager seit 4 Jahren. Noch immer gibt es etwa 120.000 Flüchtlinge in Japan. Die Betreiberfirma TEPCO lädt derweil zu einer Pressetour in ein Kernkraftwerk ein, wirbt für Atomstrom und mit verschärften Sicherheitsmaßnahmen, darunter höhere Flutmauern, mobile Stromgeneratoren, verbesserte Trainingseinheiten. Damit hätten wir die Situation in Fukushima Daiichi verhindern können. Die Bevölkerung überzeugt das nicht. Laut Umfrage sind 56% gegen das Wiederanfahren der Kernkraftwerke. Nur 28% sind dafür. Trotzdem, die Regierung will zurück zur Atomkraft. Die Ängste der Bevölkerung spielen dabei keine Rolle. Auch nicht die realen Gefahren. Hier geht es um Geld. Denn die Kernenergie ist, international betrachtet, ein Wachstumsmarkt. Und Japan will dabei sein. Die Regierung will nicht lassen vom Traum einer sicheren Nation. Das Trauma Fukushima wird dafür verdrängt. Und jetzt ganz anderes Thema. Mit welcher Motivation gehen wir alle täglich an die Arbeit? Da lohnt es sich mal näher hinzuschauen. Engagierte Mitarbeiter sind wichtig für Unternehmen. Sie leisten mehr und sind weniger krank. Die Meinungsforscher von Gallup haben nachgefragt, wie motiviert deutsche Arbeitnehmer wirklich sind. Das Ergebnis der Studie.